Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, heute einem neuen kleinen Guide. Es gab also gestern beim neuen Patch gab es dann neue Banditen-Events, neue Banditen-Erfolge und in dem heutigen Video möchte ich euch Stück für Stück die einzelnen Erfolge zeigen und euch kurz erzählen, was ihr eigentlich machen solltet, um die Erfolge zu bekommen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir legen los. Den Anfang macht wie immer natürlich eine Nachricht, die habe ich jetzt bei mir leider schon gelöscht, aber die werdet ihr direkt bekommen. Ich habe hier eine Nachricht von den Umherziehenden, die euch also warnen, hier, Held, du kämpfst gegen unsere Anführer, wenn du dich weiterhin denen stellst und die töten möchtest, dann werden wir Henker losschicken und ihr bekommt dann auch einen Gegenstand ins Inventar, das ist das sogenannte Todeszeichen, ich habe jetzt schon hier den Schmuckgegenstand, ihr seid also praktisch von den Banditen als Freiwild gekennzeichnet, habt also so ein Zeichen bei euch, was also die Henker auf euch aufmerksam macht und jetzt geht es darum, natürlich erstmal zu schauen, was wir für Erfolge haben und den ersten Erfolg, den wir uns angucken, das ist der Erfolg natürlich bei allgemeinen aktuellen Events, der Erfolg Aufschub der Hinrichtung. Sammelt eine Henkergeldbörse von einem Banditenhenker. Um die Banditenhenker überhaupt erstmal zu rufen, müsst ihr also dieses Zeichen im Inventar haben, was ihr mit der Nachricht bekommt und dann begeben wir uns schlichtweg zu einem der Banditenanführer, die wir also schon kennen. Beispielsweise jetzt hier in den Kessex-Hügeln, hier oben hin. Und wenn wir dann dort den Banditenanführer getötet haben, danach spawnt praktisch der Henker. Das heißt, die Warnung, die wir bekommen haben, haben wir dann somit missachtet, haben also noch einen Banditenanführer getötet und dann tritt also der Henker auf den Plan, der ein legendärer Boss ist und unglaublich stark ist. Ich blende vermutlich auch hier gerade nochmal den Kampf ein. Hier als kleiner Tipp, gegen den Banditenhenker zu kämpfen, bietet sich an mit vielen Leuten, das heißt, ihr werdet eigentlich bei den meisten Punkten auch viele Leute treffen, hier sind zum Beispiel gerade relativ wenig, und der Banditenhenker wird am Anfang direkt eine Blase spawnen, und diese Blase, die teilt also den Kampf eigentlich in zwei Bereiche, die Leute, die innerhalb der Blase sind und die Leute, die außerhalb der Blase sind. Ist man innerhalb, kann man nicht raus, ist man außerhalb, kann man nicht rein. Ja, und das Gefährliche am Henker ist natürlich, weil er auch der Henker ist, er gibt also den Leuten, die im Downset sind, einen Todesstoß und ihr seid sehr schnell im Downset, deshalb ist es wichtig, wenn ihr gegen den kämpft, wirklich auch eure Wegmarke gleich im Auge zu behalten, um schnellstmöglich euch wiederzubeleben, wenn ihr tot seid und wieder reinzurennen. Im Prinzip ist sonst gar nicht so wichtig bei einem Kampf, der hat eigentlich auch nur einmal eine CC-Bar. Das könnt ihr euch vielleicht merken, wenn ihr eine Gruppe habt, mit der ihr euch absprechen könnt. Immer wenn ihr einem im Downstate liegenden Spieler den Todesstoß geben möchte, könnt ihr ihn unterbrechen. Das klappt meistens nicht, weil diese Zeit dafür sehr, sehr knapp ist. Aber ihr könnt es probieren, das heißt, hebt euch alle CC-Sachen auf für diesen einen Moment. Das könnte funktionieren bei euch. Ja, und ansonsten ist der Henker damit eigentlich geschafft. Und wenn ihr den getötet habt, dann bekommt ihr also hier dieses Henker-Todeszeichen. Diesen exotischen Gegenstand und ich denke mal, wenn man den anlegt, dann kann man auch nachträglich, wenn also alle eigentlich schon den besiegt haben, trotzdem damit noch diese Henker beschwören, einfach für alle nachkommenden Leute, damit die auch wirklich den Boss noch legen können. Gut, meine Lieben, dann kommen wir zum zweiten Erfolg, den ihr euch holen könnt. Den finden wir natürlich auch wieder bei allgemeinen, bei Events, aktuelle Events natürlich und dann gehen wir hier runter auf den sogenannten Lange Arm des Lichts 2. Besiegt im Dunkeln lauernde Banditenanführer. Und ihr seht schon, ihr habt also diesen Erfolg schon mal gehabt. Das ist der erste hier. Da gab es also schon mal 5 Banditenanführer. Und mit dem Patch gestern sind also 5 neue dazugekommen. Ja, wen haben wir denn hier? Wir haben Vare der Hinterhältige, Temwei die Arrogante, Esal die Flinke, Ulsen der Amboss und Lenner der Scharfsichtige. Nichts Berauschendes, wenn man mal so schaut, aber gibt wieder 15 AP. 15 Achievement Points und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wo ihr die findet. Den ersten oder die ersten beiden gibt es hier im Harati-Hinterland. Hier einfach zur Wegmarke Orientierungspunkt. Wir bewegen uns jetzt einfach nach Osten, nach Süden aus dem Ding raus. Das heißt, hier einfach um die Ecke drumherum. Dann gehen wir hier hoch. Das ist eigentlich auch der Weg, den ihr nehmen solltet. Wenn ihr hier zum Beispiel dann den legendären Henker beschwört, also der kommt und ihr sterbt, dann geht ihr einfach immer den Weg zurück. Ich weiß nicht, ob der nach Norden hin kürzer ist, aber ich denke mal nicht. Und hier einfach drumherum gehen. Und ihr seht auch meistens schon anhand der Ansammlung der Leute und natürlich anhand der Vorratskisten, die hier auch wieder stehen, da sind sie auch schon. Hier ist also dann der nächste Boss, der spawnt dann hier da unten, ist ein ganz normaler Champion, nichts Berauschendes. Der zweite Banditenanführer, den findet ihr dann hier in diesem Gebiet, wo auch diese Kiste voll Spaß steht, das heißt hier oben ungefähr ist dann hier dieser Bereich, das heißt ihr geht von der Wegmarke Winchona-Sammelpunkt oder Winchona-Sammelpunkt nach Südosten. Auch das ist natürlich wieder eure Wegmarke, wenn euch der legendäre Henker dann tötet. Apparently the bandits really hate me, okay. Und hier ist der glaube ich sogar, nee, ist noch nicht da, okay. Und hier geht ihr einfach wirklich geradewegs hier rüber, ne, da auf dieser kleinen Anhöhe. Und auch hier seht ihr natürlich wieder anhand der Vorratskisten, wo der spawnt. Ihr seht auch schon, hier sind also wieder viele Leute da. Und hier ist euer Zielort, das heißt hier oben spawnt er dann.
Sowohl oben bei dem Boss-Spawn als auch hier ist es ein bisschen gefährlich, dann wenn ihr gegen den Legendary-Typen kämpft, aufgrund von diesen Felsen hier. Denn wenn die Blase hier entsprechend gemacht wird von dem Boss oder eben dann oben bei dem Punkt, auch an diesen Felsen, dann ist es immer ein bisschen schwierig, da wieder hochzukommen in die Blase rein. Ihr wisst ja, die Blase ist also von außen nicht zu betreten. Da immer mal gucken, denn ihr könnt ja trotzdem in die Blase rein mit Skills, die also eine Distanz überbrücken können, wie zum Beispiel das Stehlen oder der Schattenschritt, aber eben dann nicht, wenn hier der Typ oben steht, dann habt ihr den ja nicht als Ziel und könnt also nicht überspringen. Das nur mal so als kleiner Tipp. Den dritten im Bunde, den finden wir dann einfach eine Karte südlicher in den Gendaran-Feldern bei der Wegmarke Erste Freistadt oder eben hier die Wegmarke. Ich glaube, die kann sogar umkämpft sein. Wir nehmen einfach jetzt mal die. Vielleicht ist sie gerade freigesetzt. Freigekämpft. Und hier ist der Boss auch ganz einfach wieder an den Vorratskisten zu erkennen. Und der liegt ein bisschen nördlich gelegen. Das heißt, der ist ein bisschen nördlich gelegen. Wir gehen jetzt mal aus der Freistadt raus. Ihr müsst hier einfach nach Osten dann. Nach Nordosten, dann hier hoch und dann seht ihr schon da hinten, da ist auch, sehr interessant, da ist auch gerade schon wieder der Henker gespawnt. Ihr seht auch gerade die Blase, die ich immer meine, und da sind die Vorratskisten hier unten. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo die sind, genau. Da spawnt also der normale Champion und ihr seht dann schon, das ist hier gerade so ein Legendary-Kampf. Und ja, das ist also der gefährliche Typ, den ihr eben schon in der ersten Szene gesehen habt. Der ist wirklich richtig heftig, denkt immer daran, ne? Schön die im Downstate retten, wenn es geht, mit CC, falls er den Todesschuss setzen möchte, und ansonsten einfach wiederbeleben. Ja, die zwei letzten, das heißt, wir haben hier fünf im Bunde, sind dann in den Kessex-Hügeln. Einmal an dieser Stelle hier oben und einmal hier ganz, ganz drüben bei der toxischen Spinne, nämlich hier oben auf der Anhöhe. Wir fangen mit dem an. Auch da ist der Weg sehr, sehr kurz. Hier ist es allerdings sehr gefährlich, gegen den legendären Typen zu kämpfen, denn ihr habt hier aufgrund des Abgrundes wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Raum, in dem ihr kämpfen könnt. Hier also schön aufpassen. Wir gehen einfach mal da hoch. Hier links rum dann gleich. Hier dürft ihr dann nicht hier in diesen Felsen rennen. Ihr müsst also wirklich den ganzen Weg der Anhöhe hochlaufen. Und genau hier oben auf der Spitze liegen dann die Vorratskisten. Hier sind vielleicht auch schon Leute. Hier sind überhaupt keine Leute. Okay, das wäre gerade richtig ärgerlich. Hier sind also die Vorratskisten. Hier einfach schön warten. Auch hier dann einfach den Boss killen. Aber ihr seht dann schon, hier ist also der Kampf gegen den Legendären aufgrund dieses Gebietes hier ein bisschen schwieriger. Ja, der letzte Boss, den wir uns angucken, der ist dann hier im Osten. Ihr seht dann schon hier also beim Delanischen Vorgebirge. Das heißt, wir gehen hier zur Wegmarke Delania und von dort einfach nach Süden. Hier müsst ihr aufpassen. Hier kann man sehr leicht abrutschen. Versucht euch einfach hier oben zu halten, wenn das überhaupt geht. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme. Aber eigentlich gibt es hier den direkten Weg lang. Genau. Und ihr könnt einfach oben lang fliegen und euch dann langsam nach oben vorkämpfen. Das heißt, da hinten ist dann euer Ziel. Ist ein ziemlich langer Weg. Das heißt, hier auch wieder aufpassen, ne, wenn ihr dann stirbt, dass ihr wirklich schnell auch wieder zurückkommt. Auch hier ist überhaupt keiner und kämpft. Okay. Ja, und hier sind auch die Vorratskisten. Der fünfte Boss im Bunde. Und damit werdet ihr also auch hier durch. Ich würde euch einfach empfehlen, versucht einfach bei jeder Vorratskiste einmal zu campen, also nehmt euch einfach einen Tag dazu, holt euch die 5 Bosse, dann müsst ihr es nie wieder machen, und denkt aber auch hier wirklich daran, immer wenn irgendein Spieler dieses Todeszeichen hat, dann spawnt der legendäre Gegner und ihr solltet dann auch dem Rest helfen, weil das ist ganz einfach nur fair, ihr selbst wollt eigentlich auch darauf bauen, dass euch die Leute dabei helfen, also wenn hier jemand das Ding spawnt, dann helft den Leuten, die es noch nicht haben, und bleibt bitte auch da, das ist meine Bitte von mir an euch. Und damit sind wir eigentlich auch durch mit dem kommentierten Teil. Jetzt als letztes kommt dann noch ein Erfolg, der nennt sich dann, muss ich ganz kurz gucken, wie der sich nennt, Erkundige Politik. Hier müsst ihr also 20 Plakate von den Rebellen, von den Banditen abreißen, das heißt, da steht so Sachen drauf wie Königin Jenna ist scheiße, Charleston scheiße, alles ist blöd, ja, stürzt die Königin und so weiter. Ich mache auch in dem Video jetzt, werde ich diese Teile Stück für Stück ablaufen, das heißt, ich zeige euch direkt die Wegmarke, von der ihr startet, wo ihr hin müsst und was auf den Plakaten steht. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Teil des Videos. Das ist jetzt einfach ein bisschen Musik, ein bisschen Bildmaterial, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.